damit anfangen, dass wir uns vorstellen. Also ich bin Peter Laslau von der Berliner Geschichtswerkstatt. In meinem früheren Leben war ich Lehrer, unter anderem auch Geschichtslehrer. Und? Ja, mein Name ist Gertrud Fischer-Sapro. Ich bin auch in der Geschichtswerkstatt tätig und war im früheren Leben auch Lehrerin, und zwar an der Walter-Rathenau-Oberschule oder heute Walter-Rathenau-Gymnasium. Und das ist die Nachfolgeschule des Grunewald-Gymnasiums, das ich dann im Folgenden vorstellen werde. Gut. Ja, dann fangen wir an mit dem Vortrag. Ich muss als erstes mich bei Sabine Baruschke bedanken. Sabine Baruschke ist Geschichtslehrerin an der Georg von Biesche Sekundarschule. Und das war vorher, also dem Gebäude, wo die Georg von Biesche Schule ist, da war vorher das Werner von Siemens Realgymnasium. Und 1993 war da ein größeres Projekt. Da haben nämlich ehemalige Schüler des Walter-Rathenau von Siemens Gymnasiums diese Schule besucht. Und das hat Frau Baruschke unter anderem betreut. Und sie hat auch das Material, das ich verwende, zusammengestellt. Und ja, deshalb herzlichen Dank an Sie. Sie selbst kann heute leider nicht. Da müssen wir sehen, wie wir das so über die Bühne kriegen. Ja, unser Thema lautet Reformpädagogik, Einbrüche in die preußische Lehr- und Zuchtanstalt. Das kann man sicher schon mal mit Ja beantworten, das war das Ganze ganz sicher. Wir werden jetzt so vorgehen, dass ich zuerst die Werner von Siemens Realgymnasium vorstelle und danach kommt dann die Rathenau, das Rathenau-Gymnasium. Und dann wollen wir noch zum Schluss vielleicht ein Resümee ziehen. So, jetzt kommt als erstes, will ich... Sagst du mal, Mikrofone ausmachen, bitte. Ja, also die, ja, vielleicht mal Mikrofone ausmachen. Auf Hygienevorschriften müssen wir hier nicht aufmerksam machen. Bei uns ist es so, ich hatte schon Corona, das ist so gut, als wäre ich geimpft. Gertrud ist geimpft. Also wir können uns durchaus ohne Maske hier begegnen. So, da muss ich nicht mehr in die Mitte setzen. Der Kopf ist hinter dieser ganzen Leiste mit den Zuschauern. Also man sieht Peter nur halb. Man sieht mich nur halb. Und jetzt? Seht ihr jetzt das Bild? Ja. Okay. So, das ist in der Hohenstaufenstraße das Werner von Siemens Realgymnasium. Das ist, die Schule hat angefangen, also nicht zuerst mal zu dem Gebäude selbst. Das ist also nicht so ein wuchtiger, klassizistischer Bau, wie oft die Berliner Schulen in der Kaiserzeit entstanden sind, sondern eher ein Jugendstilbau, also relativ leicht. Und das, denke ich, ist auch charakteristisch für diese Schule. So, das sind zwei Bilder, wo man die Schule sehen kann. Angefangen hat die Schule 1903, 1907, aber sind die Schüler erst hier eingezogen. 1903 waren da 23 Vorschüler und 34 Sextaner, also fünftes Schuljahr. Und das ist schon das Erste, was besonders ist. Es waren 23 Vorschüler, also ganz, könnte man sagen, kleine Kinder. Wie alt sind die? 7, so in dem Dreh. Das bedeutet, diese Schule hat versucht, grundständig zu arbeiten. Heute machen das Gemeinschaftsschulen, beispielsweise die Fritz-Karlsen-Schule, die von den Jahrgängen 1 bis 13 Schüler erfasst. 1907 hatte diese Schule bereits 523 Schüler, obwohl, das muss man sagen, Schulgeld gezahlt werden musste. Das waren Schöneberger Schüler, 110 Reichsmark und für Auswärtige 130. Es wurden 17 Freistellen angeboten. 50% der Schüler waren jüdischen Glaubens. So, ich scrolle jetzt zum nächsten Bild. Dieser ehrwürdige Mensch, ich hoffe, ihr seht das, das ist der Direktor Wetekamp, ein Schulreformer, ein Reformpädagoge. Also der hat alles andere im Sinn als eine preußische Zucht- und Drill- und Kadettenanstalt. Er ist es, der dieser Schule seinen Stempel aufprägt
Die Schule hat nach außen hin erstmal das Konzept, dass nicht wie das traditionelle humanistische Gymnasium die Sprachenfolge Latein und Griechisch ist, sondern sie beginnen mit Französisch als der ersten Fremdsprache und wie gesagt mit einer gemeinsamen Grundstufe. Außerdem gibt es eine Differenzierung in mathematisch-naturwissenschaftlichen und sprachlichen Zweigen. Aufgeschlossen ist die Schule auch gegenüber den, ja, der Modernität der Zeit. Es wird nämlich Steno angeboten und unterrichtet. Zudem Wetekamp selbst, das ist ein engagierter Kommunalpolitiker. Er ist nach seiner Ausbildung in Breslau, ist er im Referendariat. Schon da ist er Landtagsabgeordneter, in Schöneberg später Stadtverordneter von 1906 bis 1919. Und er ist Vorsitzender der Kommission für Naturdenkmalpflege in Brandenburg. Das ist also sozusagen, was heute die NABU ist. Das liegt ihm ja sehr am Herzen. So, das sind jetzt zwei Bilder. Das ist ja biologische Übung, wie hier drunter steht. Dürfen Schüler einer 10., 11. Klasse sein. Und das, sieht man, sind die Vorschulkinder. Also schon ziemlich altersmäßig doch eine breite Fächerung. Das hier sieht man das Lehrerkollegium von 1912. Ja. Ehrwürdige Herren, wie man sieht, in der Mitte der Schulleiter. Manchmal, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, na gut, in meiner Referendarzeit, das war 1973, hat die angefangen, damals auch einem alten Gymnasium, sahen die einige Kollegen nicht so viel anders aus. So, ich möchte jetzt zu den Erziehungsgrundsätzen kommen. Mal gucken, ob ich das finde. Das ist hier nicht drauf. Egal. Ich komme jetzt zu den. Augenblick. Nee, das lassen wir jetzt. Also zu den Erziehungsgrundsätzen, der diese Schule folgt. Das ist der erste Satz, lautet: Man muss die Schüler in Freiheit dressieren. Und das hört, denkt man zunächst mal, das kann doch nicht wahr sein, das ist ein merkwürdiger Widerspruch. Genau betrachtet muss man überlegen, was Freiheit ist, ein großes Wort. Aber was bedeutet Freiheit eigentlich? Und Wetekamp gibt folgende Antwort. Er sagt, die äußere Disziplin, also das, was man vielleicht mit preußischem Drill gleichsetzen kann, das führt zur Auflehnung. Das führt dazu, dass letzten Endes das, auf was es ankommt, nicht angenommen wird. Man braucht eine innere Disziplin. Mir fällt aber ein, das ist so etwas, ja, was in Kants Pflichtethik zukommt. Freiheit ist nicht die Freiheit von. Also wenn man heute Schüler fragt oder auch Erwachsene, was ist Freiheit eigentlich? Die ersten Antworten sind häufig: Freiheit bedeutet, ich kann machen, was ich will, ich kann morgen so lange schlafen, wie ich will, ich habe keine Pflichten, ich bin, insofern fühle ich mich frei. Das ist, wenn man Kant folgt, genau das Gegenteil von Freiheit, es macht unfrei, es führt dazu, dass die Nachlässigkeiten, die Bequemlichkeit Oberhand gewinnt. Und Wetekamp kommt es darauf an, Freiheit als ein nicht von etwas, sondern Freiheit zu etwas zu begreifen. Und aus seiner Sicht ist diese Art von Freiheit Grundbedingung dafür, dass eine Gemeinschaft entsteht, dass eine Gemeinschaft funktioniert. Das Mittel dazu ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit, dass diese Schüler haben sollen und das sich entwickeln soll. Zur Freiheit gehört auch eine Freiheit für Lehrer. Das heißt, die Lehrer sollten ihren Unterricht frei und ohne äußere Vorgaben, ja sozusagen ohne das, was man vielleicht militärischen Drill bezeichnen kann, vollziehen. Der letzte Punkt in seinen Erziehungsgrundsätzen, den halte ich auch für erwähnenswert, der lautet, das zitiere ich, mit der Achtung vor der Meinung des anderen beginnt der Mensch, Mensch zu werden.
So, und dieses ganze System ist abgerundet durch das, was er als Schüler-Selbstverwaltung begreift, was als Schüler-Selbstverwaltung angepriesen wird. Diese Schule ist die erste Schule in Preußen-Deutschland, die sowas wie eine Schüler-Selbstverwaltung hat. Und das ist im wahrsten Sinne auch so gemeint. Auch hier der erste Begriff, oder das erste, auf was es ankommt, da heißt es Schulzucht durch Selbstzucht. Das Wort Zucht kommt einem heute etwas alt vor. Mag vielleicht so, wir würden uns heute anders bezeichnen. Es ist nichts anderes als Selbstdisziplin. So, und die Begründung dafür, Strafdisziplin, also Drill, ist etwas, was zur Abschreckung, Angst führt, was negativ besetzt ist. Umgekehrt, ein Verzicht auf Disziplin, laissez-faire, führt zu Zuchtlosigkeit. All dem muss man entgegenwirken und das sollen die Schüler aber selbst machen, also nicht durch äußeren Druck, sondern durch das, wo sie überzeugt werden können. Das ist die Aufgabe nach Wedekind und seinen Vorstellungen von Erziehung. Die Schüler, die das übernehmen sollen, werden Beamte genannt. Das ist auch etwas, wo ich erst dachte, das darf nicht wahr sein, dass man Schüler Beamte nennt. Aber es ist vielleicht ein ganz geschickter Schachzug. Beamte sind weisungsabhängig, die müssen aber auch selbstständig etwas tun und sie haben ein Amt. Und das Ziel ist, möglichst viele Schüler in einen Weg, möglichst vielen Schülern ein Amt zu geben. Das heißt, sie bekommen es nicht vom Lehrer, sondern sie werden in Ämter gewählt. Es beginnt vielleicht mit dem höchsten Amt einer Klasse, das ist nämlich derjenige, der den Klassenschlüssel verwaltet und der Vertrauensmann des Klassenlehrers ist, des Ordinarius, so heißt es. Heute Klassensprecher. Daneben gibt es Ämter für Schüler, die den Schrankschlüssel verwalten, welche die das Fenster öffnen müssen. Man muss also sehen, das muss natürlich einer sein, der groß ist, der eventuell kräftig ist, der das auch kann. Dann gibt es einen, der das Klassenbuch verwaltet. Es gibt einen Tafeldienst. Es gibt einen, der auf Sauberkeit achtet. Das sind alles Dinge, wo ich heute denke, wäre für manche Schulklassen, so wie ich sie noch in Erinnerung habe, nicht schlecht, wenn sie merken würden, dafür bin ich jetzt verantwortlich. Kann ich meinen Dreck einfach hinterlassen in der Bahn und machen die Putzfrauen weg. So, es gibt Schüler, die die Bücher versorgen müssen, die Karten nehmen, die die Pflanzen versorgen. Und es ist auch festgelegt in dieser Satzung, könnte man sagen, was passiert, wenn die Amtsführung schlecht ist. Dann kann es entweder Neuwahlen geben oder es kann das aktive oder Wahlrecht entzogen werden. Alles finde ich ganz verrückt, was er sich da alles ausgedacht hat. Aber so war das nun mal. Ich komme jetzt als nächstes zu den Lehrern, die diese Schule hat, also die Leute, die man hier sieht. Da sind vielleicht einige Lehrer, die man besonders hervorheben kann. Ich weiß jetzt nicht, wer das hier im Einzelnen ist, aber nur der Einzige, wo also klar ist, wer ist, ist der Wedekamp. Da ist zum einen zu nennen der Karl Vorwerk, so heißt er. Der gilt als der König der Aufnahmeklassen. Das ist einer, der die Selbsttätigkeit der Schüler schon in den ganz Kleinen schon damit anfängt. Die müssen malen, zeichnen, formen, also sehr viel selbst machen. Das, was er anbietet, ist offenbar über Schöneberg hinaus bekannt. Er hält Vorträge, es gibt Lehrproben, die er vorführt und das Ganze wird, da kommen wohl Lehrer aus ganz Berlin, die sich angucken, was der so macht. Und zwar in das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in der Potsdamer Straße. Das ist der eine Lehrer, der hervorzuheben ist. Weiß ich so, ja, versuch weiter. Ne? Dann gibt es einen zweiten, der heißt Reinhold Knick. Das ist einer, der hat Physik, Chemie, Biologie, Deutsch unterrichtet er und er gilt als Freund der Jugend.
Und wohl einer derjenigen, die oder der weitaus beliebteste Lehrer dieser Schule. Das sagen unter anderem die ehemaligen Schüler, die 1993 die Schule, ihre alte Schule wieder aufgesucht haben, die den also noch kannten. Er war Theaterleiter, Kapellmeister und ein begabter Schauspieler, unter anderem kam der Sturm, Shakespeares Sturm zur Aufführung. Er hat dabei die Hauptrolle übernommen und Marcel Reich-Radnitzky, der diese Schule ja besucht hat, hat ihm, könnte man sagen, ein Denkmal gesetzt. Er sagt unter anderem, ich zitiere, steht in seinen Lebenserinnerungen, also Marcel Reich-Radnitzkys Lebenserinnerungen, keinem meiner Lehrer, schreibt er, aus den Jahren 1930 bis 1938, verdanke ich so viel wie diesem Dr. Knick. So, neben dieser, dem, was er da anbietet, ist er Bello unterrichtet und Wanderungen unternimmt. Gibt es irgendwelche, ich höre ab und zu was, sehe euch das laufen, nicht. Wie? Laufend Störgeräusche zu hören, also irgendjemand muss sein Mikro noch anhaben, das klappert und raschelt, das stört unheimlich. Gut, also Mikros am besten aus und wenn einer was sagen möchte, dann muss er, dann soll er sich melden. So, als letzten Lehrer, der noch erwähnt werden soll, das ist der Nachfolger von Wetekamp, der Direktor Lemme. Er war 1933 nach dem Reichstagsbrand war der Schulleiter. Und Reich-Radnitzky schreibt über ihn auch in seinen Lebenserinnerungen Folgendes. In der kurzen Rede des Schuldirektors fand sich allerdings indirekt der gleiche Hinweis, nämlich die Aussage, die Nazis hätten den Reichstag angesteckt. Da sagt er, ich verbiete allen Schülern, sagt er, zu behaupten, die Nationalsozialisten hätten den Reichstag angezündet. Weiter führt Reich-Radnitzky aus, viele Schüler horchten auf. Erst dieses Verbot brachte sie auf einen Gedanken, auf den sie sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wären. So, hatte unter anderem die Folge, dass dieser Direktor Lemme bald ja, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. So, der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist das Charakteristikum dieser Schule. Könnte man überschreiben, lebendige Schule. Das, was ich jetzt vortragen kann, das ist zu verdanken wir oder ist hauptsächlich die Erzählungen der Schüler, die 1993 die Schule besucht haben. Die haben sozusagen ihre Erlebnisse da wiedergegeben. In der Schule wurde unter anderem sehr viel Sport angeboten. Es gab immer kleine Gruppen, Vereine zum Teil, die Ping-Pong spielten, also Tischtennis. Tennis, die Schule hatte einen eigenen Tennisplatz, also es war schon auch eine privilegierte Klientel, geturnt wurde. Es gab ständig Wettläufe, Waldläufe, Rudern, fuhren Gruppen, auch in den Ferien mit Lehrerbegleitung, das war glaube ich ein Lehrer namens Dux, die fuhren nach Rostock oder nach Schwerin, um dort zu rudern und Wettkämpfe durchzuführen. Es gab Schachgruppen. Es gab Fechten, wurde angeboten. Daneben gab es kulturelle Gruppen, also die sozusagen eine schulinterne Kultur eingerichtet haben. Der Chor war wohl ganz renommiert. Es gab Theateraufführungen. Es wurden Holzschnitte gebastelt, Kurse dazu angeboten, Plakate wurden erstellt. Unter anderem hat 1912-13, da war Wetekamp beurlaubt, also anscheinend so eine Art Sabbatical, auch damit er sich ein bisschen erholt. Da hat er Südamerika besucht und danach wohl einen viel beachteten Lichtbildervortrag in der Schule gehalten. Es gab Kontakte zu dem Pfadfinderchor in Berlin. Also daneben wurde eine Tradition aufgebaut. Jährlich war ein Johannesfest, da haben sie sich am Schildhorn getroffen. Und dabei waren vormittags Wettkämpfe, nachmittags Theater.
Da waren Eltern dabei, Lehrer und die Schüler. Und das Ganze führte natürlich dazu, dass ein enges Band zwischen Schülern und Lehrern entstand. Ja, der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, es wird deutlich, die Tradition dieser Schule ist begründet in der Zeit vor dem Krieg. Und nach dem Krieg bestand das Hauptanliegen im Grunde darin, die alten Traditionen wieder aufzubauen, was nicht so einfach war. Ich will aber auch kurz eingehen auf das, was im Krieg passiert ist, wie sich die Schule da verhalten hat. Das habe ich jetzt beinahe übersehen. Das hier, das Bild, was man hier sieht, und auch ihr seht es alle, das ist kein Tempel, keine Kirche, auch keine Moschee, das ist die Aula. Kann man sich gut vorstellen, dass dort wirklich würdige und große Veranstaltungen möglich waren und auch durchgeführt wurden. So, das hier zeigt Klasse 5b. Ihr seht gerade gar kein Bild. Jetzt? Nein. Das ist ja merkwürdig. Und jetzt? Nee, es ist überhaupt nicht der aktuelle Bildschirm freigeschaltet. Es ist irgendein Screenshot. Ich sehe, aber... Dann muss man rechts auf PG klicken. Also ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ihr seht es. Es ist nicht bei allen. Also ich kann es sehen. Gut, also jetzt sehe ich es wieder. Ja, gut, wunderbar, Gott sei Dank. So, was man hier sieht, das ist eine Schulklasse, so wie die halt in der Zeit aussahen. Das ist offenbar ein Referendar oder ein Nachwuchslehrer, den man hier sieht. Und in der Mitte der Ordinarius, der heißt Schramm. Denke ich, sechste Klasse, Quinta, das sind sechste Klasse, eigentlich eine gefürchtete Altersstufe. Aber das scheinen die alles dort gut im Griff gehabt zu haben. Und die Schüler haben sich jedenfalls überwiegend in dieser Schule ausgesprochen wohlgefühlt. Ja, wie angekündigt, ganz kurz zu dem, was im Krieg passiert ist. Das sind also auch ein Ergebnis dieser Schülerselbstverwaltung, ist eine Schülerzeitung. Und das ist schon verrückt, welches Niveau die erreicht, also welches sprachliche Niveau, welche Texte man da findet. Ich habe man kann die im Archiv der Georg von Gesche Schule, sind die noch hinterlegt. Das ist erstaunenswert, was die Schüler da zustande gebracht haben. Sie nehmen an dem Krieg ja Anteil, könnte man sagen, aus einer patriotisch-deutschen Perspektive. Da sieht man hier als erstes die Werner Siemens-Blätter im August 1914. Dann geht es weiter, die Kriegsnummer vom September 1915. Hier kommt ein Kriegsatlas, da sind alle Kriegsschauplätze aufgelistet. Und dann, das finde ich verrückt, auch sowas wie eine fanatische Kriegslyrik. Also ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, da heißt es zum Beispiel: Vorwärts, tapfere Heldenschar, Deutsche vor, an die Gewehre, auf zum Kampf, Marsch, Marsch, Hurra und sowas. Ein Schüler aus einer Obersekunda hat das geschrieben, also 11. Klasse. So, da geht das dann weiter. Das hier ist ein Bild von 1928. Das ist auch ein Bild, was die ehemaligen Schüler eben mitgebracht haben. So. Ja, nach dem Kriegsende, kann man sich vorstellen, in den Revolutionswirren ging einiges durcheinander. Unter anderem hatte die Schule eine Schwierigkeit darin, dass ihre Vorschulen abgebaut wurden. Das haben wohl die Körperschaften, die regionalen Körperschaften in Schöneberg so bestimmt. Unter anderem da entstand im Lehrerzimmer dieser Schule der Bund entschiedener Schulreformer im September 1919. Danach war es zunächst schwierig, die Schülerzeitung beispielsweise weiter am Leben zu erhalten, weil allein die Papierkosten durch die Inflation ungeheuer hoch waren. Trotzdem hat die Schule auch eine soziale Kompetenz bewiesen, hat unter anderem, das ist glaube ich bei der Radener Schule, werden wir das später auch hören, Pausenbrote für eine Volksschule in Friedrichshain gesammelt.
und dann und Kleinrentner unterstützt. So. Noch eine Sache. Ja. Wichtig ist, ach ja, noch eine witzige Sache eigentlich. Es sind in den in 20er Jahren, das ist 1928 gewesen, gab es den sogenannten Kreis der Unentwegten oder Club der Unentwegten innerhalb der Schülerschaft. Und das waren junge Leute, die sich zum Ziel gesetzt hatten, Homosexualität, könnte man sagen, nicht zu vertreten, sondern dafür zu sorgen, dass Homosexualität etwas ist, was akzeptiert werden kann. Das hat dann wohl, da haben sie Flugblätter dazu gemacht, das hat allerdings wohl dazu geführt, dass auch die preußischen Behörden sich eingemischt haben und dieser Club musste aufgelöst werden. Also auch hier sieht man durchaus eine bunte Schülerschaft, die aber in ihrem Zusammengehörigkeitsgefühl ausgesprochen entwickelt war und das auch transportiert und behalten hat. Sozusagen haben die ehemaligen Schüler, die 1993 Berlin besucht haben, dass trotz zunehmender Polarisierung, das hatte man bei gesellschaftlich ja nicht zu übersehen, immer ein gutes Klassenklima geherrscht hätte, ohne religiöse oder politische Vorurteile. Das sagen jedenfalls die Ehemaligen. Zunehmend war es aber auch so, dass viele jüdische Familien nach 1933 Deutschland verlassen haben, in die Emigration gingen. Das führte unter anderem dazu, dass es der Schule an Schülern mangelte und dass sie natürlich mit ihrem Image und dem, was sie nach außen hin vertrat, den Nationalsozialisten an Dorn im Auge war. Und so wurde die Schule dann 1935 aufgelöst. Und in das Gebäude zog eine Mädchenberufsschule ein. Ja, ich möchte den Vortrag über diese Schule abschließen mit einem Zitat aus einer Textsammlung, die in den 50er Jahren entstanden ist. In den 50er Jahren haben sich bereits die Schüler nochmal getroffen. Also die hatten offenbar auch, die Erinnerung an ihre Schulzeit hat sie wohl geprägt. Und da gibt es unter anderem ein langes Gedicht, in dem ein Mensch, der diese Schule besucht hat, die ganze Schule, die Aktivitäten, die dort entfaltet wurden, darlegt. Und zum Schluss kommt dann folgende Strophe. Da schreibt er, solch Ton, solch Geist, wie ich ihn kenne, herrscht sonst auf keiner anderen Penne. Uns prägt er sich fürs Leben ein, und ach, es geht nicht allgemein, Entschuldigung, nur ach, es galt nicht allgemein. Sonst wäre so vieles nicht geschehen. Vielleicht wird er aufs Neu erstehen. Das fand ich eigentlich ganz anrührend, weil er in den Strophen, die er vorgeschrieben hat, auch darauf eingeht, durch die Nationalsozialisten diese Klassengemeinschaft, diese Schulgemeinschaft auseinandergerissen wurde, dass sie aber trotzdem wieder treffen wollten. So, das war das, was zur Werner von Siemens Realgymnasium zu sagen ist. Und ich denke, vielleicht noch ein letzter Satz. Es war sicher eine Schule für privilegiertes Bildungsbürgertum. Es hatte aber erstaunliche Ansätze und in vielen Dingen finde ich das nach wie vor aktuell. Beispielsweise auch der Begriff von Freiheit. Das ist im Moment ganz aktuell, das treibt ja viele um. Die Freiheitsrechte werden im Moment preisgegeben. Hier ist Freiheit eine Freiheit, die nur möglich ist mit der Übernahme von Verantwortung. Und da hat die Schule, glaube ich, eine gute Erziehungsarbeit geleistet. So. Ja, ihr könnt jetzt klatschen. Das war der erste Teil des Vortrags. Jürgen Kaufmann, das ist so schön. Ich mache einen schönen Gruß nach Dänemark. Ich stoppe jetzt das Bild, ja? Ja.
So, und mache weiter. Bin ich eigentlich zu sehen, oder? Du musst jetzt, warte mal. Warte mal, wo muss ich? Klaus, siehst du mich? Also in Dänemark bist du zu sehen. Könnte ich noch was ergänzen? Ja. Ja. Also vielleicht ist es noch ganz interessant, hört man mich? Ja. 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 Vielleicht ist noch ganz interessant, dass in dem Gebäude, im Hofgebäude von der Georg-von-Lieschen-Schule seit 1932, seit dem Juni, die deutsch-russische Schule noch untergekommen ist. Die ist dann 1936 als eine städtische Schule anerkannt worden und wurde dann 1945 wurde sie dann aufgelöst. Aber die Idee war eben, eine Brücke zwischen Deutschland und dem Osten, so nannte man das damals, herzustellen. Und die deutsch-russische Schule gab es schon seit 1931. Vielleicht auch noch eine Facette, zumindest zu dem Gebäude. Ja, ich mache nun weiter mit dem Grünewald-Gymnasium. Das ist in gewisser Weise meine Schule. Ich habe ja dort unterrichtet, habe mich auch mit einigen Aspekten der Schulgeschichte beschäftigt. Und meistens waren es Aspekte aus der Nazi-Zeit und war jetzt eigentlich ganz froh, dass ich im Rahmen der Geschichtswerkstatt eine andere Zeit bearbeiten konnte, diesen Reformaspekt. Ja, und ich werde mich auf die Jahre nach 1920 konzentrieren. Das passt auch zu Groß-Berlin. In dem Rahmen ist ja auch diese Veranstaltung. Ja, aber jetzt erstmal zu der Schule selbst. 1930 gegründet worden, wie auch die Werner von Siemens Realschule. Und es war, das muss man von vornherein sagen, eine Schule der Reichen und der Gebildeten. Und zwar im Willen vor Ort. Grünewald. Hier hatten industrielle Bankiers, hohe Beamte, Wissenschaftler und Militärs sich Willen erbaut und sie wollten für ihre Jungs auch eine passende Schule dazu haben. Und da hat man aus einer privaten Knabenschule dann eine Schule weiterentwickelt, die dann 1903 in dieses Gebäude, was Sie jetzt hoffentlich sehen, eingezogen ist. Das ist Teil des Hauptgebäudes von 1903. Ich versuche es mal ein bisschen kleiner zu kriegen. So ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich nenne das ein bisschen Zuckerbäckerstil. Und dieses Gebäude ist also von der reichen Landgemeinde Grünewald, der gehörte auch die Schule, errichtet worden. Aber die Eltern, die haben sich also sehr aktiv beteiligt. Die haben ganz viel gespendet für die Schule. Ein Bechsteinflügel, eine Bibliothek, naturwissenschaftliche Geräte für den Unterricht, Tennisplätze wurden natürlich auch unterrichtet. Und zugleich haben die Eltern sich auch um die inhaltliche Ausrichtung der Schule gekümmert. Und nach heftigen Diskussionen ist hier eine Ausrichtung entstanden, die nicht das klassische humanistische Gymnasium war, sondern ein Realgymnasium. Das heißt, dass die modernen Fremdsprachen und die Naturwissenschaften eine stärkere Rolle spielten. Die klassischen, die alten Sprachen, Latein und Griechisch, wurden zwar nicht ganz vernachlässigt. Ja. Ja, macht ihr bitte alle nochmal die Mikrofone aus. Wir haben hier doch sehr viele Nebengeräusche. Gut, danke. Ja, also das war also kein klassisches Gymnasium, sondern eben von Anfang an doch auch ein bestimmter Reformansatz unter dem ersten Direktor Julius Koch. Dieser Reformansatz hat sich dann aber verstärkt, als 1916 ein neuer Schulleiter an die Schule kam. Das war Wilhelm Filmer. Der stammt aus einer Gelehrtenfamilie. Ich habe auch hier sein Bild, Augenblick. Er sieht, warte mal, so kann er, wunderbar. Das ist Wilhelm Filmer. Er sieht ja auch schon wie ein Gelehrter aus. Das Bild ist allerdings nicht aus den 20er Jahren, sondern kurz vor seinem Abschied 1933. Ja, er stammt aus einer hessischen Gelehrtenfamilie, hat selber im klassischen Abitur, im klassischen Gymnasium Abitur gemacht, dann Deutsch und Geschichte studiert, promoviert, war Schulleiter in Frankfurt am Main und in Münde und
er ist, wie übrigens auch der Wetekamp, geprägt von der Frankfurter Schulreform. Er hat 1917 eine theoretische Schrift zur Neugestaltung des Schulwesens veröffentlicht und seine pädagogischen Grundsätze waren einmal, dass die Bildung nicht nur für eine Elite sein sollte, sondern für breitere Schichten, dass den Schülern möglichst viel Freiheit gewährleistet sein sollte und dass vor allem die Schülerpersönlichkeit als Individuum gefördert werden sollte und nicht so sehr das Aufgehen dieser Persönlichkeit in der Gemeinschaft. Ja, er hatte auch ein Gesamtschulkonzept entwickelt, das aber eher theoretisch blieb. Er wollte eigentlich eine Schule, wo von der Vorklasse oder Grund- und Grundschule bis zu den ersten Jahren der Universität alle Klassen an einem Ort zusammengefasst waren. Das hat er eigentlich dann später nicht geschafft, davon wird auch noch die Rede sein. Prinzipiell war sein großes Anliegen, dass ein Ausgleich zwischen dem humanistischen Gymnasium und den neuen Gymnasialformen erfolgte. Er war ein absoluter Liberaler, überzeugter Demokrat, auch wenn er durchaus national gesinnt war. Mit der Revolution von 1819 war er übrigens nicht ganz einverstanden, hat aber dann im Folgenden die Weimarer Schulpolitik konsequent umgesetzt. Persönlich war er ein Charismatiker mit Strenge und Autorität. Viele Schüler berichten sehr, sehr positiv über ihn, aber manche sagen auch, sie hatten eigentlich Angst vor ihm. Ja, weil er eben so eindrucksvoll war. Die Zeit unter ihm ist von einem Schüler als goldene 20er Jahre bezeichnet worden. Dazu kommt aber, dass nicht nur seine Reformen, diese 20er Jahre geprägt haben, sondern auch Groß-Berlin. In 1920 ist die Landgemeinde Grunewald in den Bezirk Wilmersdorf aufgenommen worden. Dadurch hat sich einiges für das Grunewald-Gymnasium verändert. Einmal hat sich der geografische Einzugsbereich erweitert. Die Schüler kamen jetzt nicht nur aus dem Villenvorort, sondern eigentlich aus allen Bezirken Berlins. Und es heißt zum Teil auch noch weiter her. Damit fand auch eine stärkere soziale Durchmischung statt. Das war jetzt eben nicht nur das Großbürgertum, das hier zur Schule ging, aber die Schüler kamen doch meistens aus einem gutbürgerlichen Milieu, denn das Schulgeld war ja auch nicht gerade niedrig, ähnlich wie bei Werner von Siemens. Und das konnten sich eben nicht alle leisten, obwohl es natürlich auch Freiplätze gab. Die Schule wurde jetzt übrigens auch anders finanziert, nämlich vom Bezirk Wilmersdorf. Und da fielen großzügige Zuwendungen für Lehrer weg. Die Lehrer hatten vorher von dieser sehr reichen Landgemeinde Geld bekommen für Klassenfahrten, zusätzliche Pensionsgelder. Ja, das fiel weg. Aber es war wohl immer noch reichlich Geld da, denn die Schule konnte 1920 ein Landschulheim in Werder erwerben, wo dann die Klassen einmal im Jahr eine Woche, ja, Urlaub darf man nicht sagen, aber Unterricht hatte, Unterricht in Anführungszeichen, der war wohl sehr sportlich geprägt, auch sehr gesellschaftlich und lustig und sollte aber auch dazu dienen, dass diese soziale Durchmischung der Schüler ein bisschen ausgeglichen wurden, dass eben das reiche Grunewaldkind mit dem vielleicht nicht ganz so reichen Jungen aus von Halensee dann doch so ein bisschen mehr miteinander zu tun hatte. Ja, diese Erweiterung der Schülerschaft führte dazu, dass das Gebäude nicht mehr ausreichte. Wir sehen hier den Erweiterungsbau. Und ich finde ganz gut, dass man hier sieht, dass hier eigentlich auch sich schon eher so eine neue Form der Sachlichkeit durchsetzte, statt diesem Schnörkelbau, den wir vorher gesehen haben. Und hier, wenn man das sieht, auf dem Schulhof ist ein ganz munteres Treiben, eigentlich ähnlich, wie wir das heute kennen. Ja. Dieser Erweiterungsbau, ja, habe ich schon gesagt, war eben notwendig, weil die Schülerzahl gestiegen war, inzwischen auch auf 580 Schüler, also eine viel kleinere Schule als die Werner von Siemens Schule. Hier finde ich noch sehr schön den Physikarbeitsraum.
der eigentlich, finde ich, sehr modern anmutet. Der ist auch von 1928 und man kann hier an der Anordnung der Tische erkennen, dass hier doch auch ein richtiger Arbeitsunterricht stattfand. Ja, nun zu den Reformen von Filma. Dazu habe ich jetzt kein Bild, ich lasse mal den Physikarbeitsraum. Die Reformen bestanden aus drei Aspekten. Es war einmal die Bewegungsfreiheit in der Oberstufe, dann die Schülerselbstverwaltung und dann die Koedukation. Zur Bewegungsfreiheit in der Oberstufe, ja, das ist etwas, was wir heute alle kennen. Das heißt, dass es eine, in der Oberstufe allerdings nur eine Wahlfreiheit im Fächerkanon gab. Die Schüler konnten und Schülerinnen konnten bestimmte Fächer verstärkt wählen, andere dafür weniger und das wurde, ging dann auch in die Leistungen ein. Ja, das war damals allerdings eine Reform, die sehr, sehr umstritten war. Filma wurde regelrecht angefeindet. Es war eben Ausbruch aus der Reglementierung. Eltern empörten sich, die Schüler in der Prima und Sekunda seien doch noch nicht fähig, selbstständige Entscheidungen zu treffen, die ihr weiteres Leben betreffen könnten. Außerdem könnten sie ja Fehlentscheidungen treffen. Das waren also alles Stimmen dagegen. Doch in der Praxis hatte sich die Bewegungsfreiheit schnell bewährt, weil auch eine gewisse Flexibilität bestand. Und für die Schüler war es einfach toll, dass sie motiviert waren, ihren Interessen zu folgen. Und die Leistungen haben das dann auch bewiesen. Also da wurden auch wohl sehr gute Leistungen erzielt. Auch für die Lehrer war das ganz schön, denn sie konnten jetzt ihre Vorlieben auch in manchen Fächern mehr ausdrücken. Die Lehrer waren ja zum großen Teil promovierte, ja, Gelehrte, muss man fast sagen, die auch außerhalb der Schule tätig waren. Und es haben sich in dieser Zeit, in den 20er Jahren, ist auch Hebräisch und Spanisch, Astrophysik und Geomorphologie unter anderem an der Schule angeboten worden. Ja, Reform hat sich sehr schnell, also gut bewährt und ist auch von den Schülern und auch später von den Eltern positiv aufgenommen worden. Zum zweiten Aspekt, die Schüler Selbstverwaltung, überhaupt die Schülerselbsttätigkeit war ja ein großes Anliegen von Filma. Hier möchte ich auf einige Aspekte zurückgreifen, zu denen ich Quellen in der Schule, im Archiv der Schule, der Rathenau-Schule heute gefunden habe. Das ist umso bemerkenswerter, weil eigentlich der ganze Schriftverkehr der Schule bei einem Brand durch eine Bombe 1945 zerstört wurde. Aber es haben sich eben einige Schriftstücke gefunden und die fand ich ganz interessant. Unter anderem habe ich einen Bericht über die Winterhilfe von 1931 dort vorgefunden. Und zwar hat das ein Schüler, Ludwig Spiro, ein Unterprimaner, der hat diesen Bericht verfasst. Und er berichtet über die sogenannte Winterhilfe. Das war, hat ja auch mein Kollege schon erzählt, an fast allen besseren, in Anführungszeichen, Berliner Schulen so, dass man versuchte, die ärmeren Schulen zu unterstützen. Und das fing an mit einer sogenannten Stullensammlung. Da brachten die Schüler eben morgens nicht nur ihr eigenes Pausenbrot mit, sondern ein paar Brote mehr. Und die wurden dann gesammelt und an hilfsbedürftige Schulen gebracht. Und das hatte einen solchen Erfolg, dass am Grunewald-Gymnasium neben der Stullensammlung auch eine Kleider- und Lebensmittelsammlung dann gemacht wurde. Und dann hat Ludwig Spiro auch einen Schulhort gegründet und wie er sagte, für die ärmsten Kinder der Volksschulen im Bezirk Wilmersdorf. Da gab es Hausaufgabenbetreuung, Spiele und Sport auf dem Schulhof in der guten Grunewalder Luft und ein Imbiss am Abend mit reichlich Brot und Kakao. Ja, Ludwig Spiro machte den Schiedsrichter, er hatte einen schwarzen Hut auf und eine Trillerpfeife und die kleinen Jungs redeten ihn ganz respektvoll mit Herrn Spiro an. Das hat eine
Mitschülerin berichtet. Und also diese Stullensammlungen, die waren wohl ganz nachhaltig. Denn eine frühere Kollegin, deren Vater am Bernhard-von-Siemens-Gymnasium Abitur machte und die ich befragt habe, was dem ihr Vater so von der Schule berichtet hätte, da sagte sie, ja, eigentlich gar nichts. Aber er hat immer wieder von der Stullensammlung gesprochen. Also offensichtlich hat das doch die Schüler sehr nachhaltig beeindruckt. Ja, übrigens, diese ganze Aktion ist finanziert worden, also am Grunewald-Gymnasium, von 10 Familien aus dem Grunewald. Auch hier sieht man eben diese privilegierte Elternschaft. Ja, zur Schüler-Selbstverwaltung will ich jetzt nicht genau auf diese Verwaltung an sich eingehen, sondern auf die Tücken, die die Schülerdemokratie hatte. Auch das habe ich aus Quellen im Archiv entnommen. Und zwar war es ja so, dass die Schülerverfassung eigentlich schon durch die Revolutionsregierung 1918 angekündigt wurde. Und das ist dann auch im Grunewald-Gymnasium in den 20er Jahren umgesetzt worden, sollte dann noch verfeinert und ausgeweitet werden, dadurch, dass die Schüler selbst eine Schülerverfassung aufstellten. Das machten sie auch im Jahr 1929 und haben auch ein wunderbares Papier ausgearbeitet, das vom Lehrerkollegium auch besprochen und angenommen wurde, bis auf einen Passus, wo es ein Schülergericht gab und wo nämlich Schüler darüber entscheiden sollten, und also richten sollten, bei Konflikten zwischen Schülern, aber auch zwischen Schülern und Lehrern. Ja, also da mit diesem Passus waren schon die Lehrer nicht einverstanden, aber auch als die Vollversammlung der Schüler diese neue Schulverfassung annehmen wollte, gab es auch heftigen Streit um dieses Schülergericht. Und zwar haben viele Schüler nicht eingesehen, da es sowas überhaupt geben sollte. Denn sie fanden, das sei doch eigentlich Aufgabe der Lehrer, Ordnung zu schaffen. Warum sollten sie denn über ihre Mitschüler richten? Andere sagten, ich will auch gar nicht, dass meine Mitschüler über mir eine Strafe aussprechen. Andere wiederum sagten, Mensch, das geht uns aber überhaupt nicht weit genug. Eigentlich müssten ja Lehrer und Schüler gleichgestellt sein und wir müssten also auch über Lehrer urteilen dürfen. Also es war wohl eine ganz heftige Diskussion, die damit endete, dass nicht nur dieser Passus des Schülergerichts abgelehnt wurde, sondern die ganze Schülerverfassung in dieser neuen Form. Der Schulleiter Filmer, der eigentlich diese Verfassung unterstützt hatte, war also ziemlich entsetzt. Auch andere Schüler, der damalige Schülersprecher Rudolf Zipkes, der an dieser Verfassung mitgearbeitet hatte, war auch ziemlich verdrossen. Und er hat in seinen Memoiren auch ein Urteil darüber abgegeben. Er sagte, das war ein winziges Beispiel für die Gleichgültigkeit gegenüber einem Versuch von Demokratie, und ein Beispiel für die Bereitschaft, alle Entscheidungen der Führung zu überlassen. Ja, soweit zu den Tücken der Demokratie, die aber noch weiterging. In einem anderen Dokument fand ich nun ein paar Jahre später, schon 1933 nach der Machtergreifung, den Bericht eines Schülersprechers, der selber nationalsozialistisch eingestellt war und nun über seine Erlebnisse des Schuljahres an die schon nationalsozialistische Schulbehörde berichtete. Ja, und dieser Schülersprecher, der bekannte nun ganz offen, dass er seine Mitschüler also ziemlich ausgetrickst habe bei den Versammlungen. Also wenn da was besprochen wurde, was ihm nicht passte, dann ließ er die Diskussion ausufern, bis niemand mehr Lust hatte. Dann hat er die Entscheidung vertagt. Und als dann wieder beim nächsten Mal darüber diskutiert wurde, da hat er sie dann so lang diskutieren lassen, bis eine Richtung da war, die ihm genehm war, und dann ließ er abstimmen. Und er sagt, und so hat er eigentlich alle Entscheidungen durchgekriegt, die ihm passten, und die waren alle in seinem völkischen Sinne. Ja, auch hier ein nettes Beispiel, in Anführungszeichen, für eine Schülerdemokratie, die doch eben nicht ganz einfach war. Ja, aber jetzt mache ich weiter mit dem letzten Reformaspekt, nämlich der Koedukation am Grunewald-Gymnasium. Und da habe ich jetzt auch Bilder, nachdem ich für den letzten Aspekt keine Bilder hatte. Wir sehen hier ein Bild
von Abiturienten, die 1920 einen Schulausflug nach Korin machten. Ein bisschen größer, ja? Guck ich mal. Na, jetzt sieht man es wieder nicht. Ich mach, warte mal. So. Ist gut jetzt? Okay. Also, in der Mitte seht ihr Emma Ruben. Sie sieht schon sehr erwachsen aus, ist aber keine Lehrerin. Es ist die erste reguläre Schülerin am Grunewald-Gymnasium, die allerdings nur kurze Zeit am Unterricht teilnahm, aber mit den Jungs zusammen dann den Schulausflug macht und später auch Abitur. Dazu ist zu sagen, dass schon 1916 13 Mädchen an der Schule als externe Abitur abgelegt hatten, darunter auch Leonore Goldschmidt, die später die Goldschmidt-Schule am Roseneck, die jüdische Goldschmidt-Schule nach 33 gegründet hatte. Ja, also diese Aufnahme von Mädchen in die Schule war über Filmer gekommen, der Ansicht war, auch die Mädchen sollten genau die gleichen Bildungschancen wie die Jungs haben und eben auch in seiner Schule Abitur machen können. Seine Tochter Friedegard war übrigens später auch an dieser Schule und hat hier Abitur gemacht. Ich zeige aber jetzt mal weitere Bilder. Hier ein Bild, wo man... Ich bin ein bisschen ungeschickt. Ja. Das ist eine Theateraufführung des eingebildeten Kranken, von einem Lehrer einstudiert. Und die hübschen Mädchen, die Sie hier sehen, sind allerdings Jungs. So hat man sich eben an einer reinen Jungsschule beholfen, ja, wenn man keine Mädchen hatte. Aber eigentlich sehen die Jungs ja als Mädchen auch ganz niedlich aus. Anders ist dann schon das auf dem nächsten Bild. Hier sehen wir eine Schulklasse, es ist eine Obersekunda, also eine 11. Klasse. Wir sehen hier, also die Mädchen, 4 Mädchen. Auch der blonde Junge in der Mitte, das ist Dietrich Bonhoeffer mit seinem Bullerkopf, also immer gut zu erkennen. Dann bei den Mädchen haben wir links hinten Ellen Marion Winter, die spätere Gräfin York von Wartenburg. Wir haben schräg vor ihr ihre Freundin Ursula Andreae, die Nichte von Walter Rathenau und eben 2 weitere Mädchen, die in der Oberstufe in das Grunewald-Gymnasium eingetreten waren und hier Abitur machten, nicht ohne Mühe. Es war wohl sehr, sehr anstrengend, in diese Schule einzutreten. Der Hintergrund war zunächst 1919, dass es im Bezirk keine Mädchenschule gab, an der man Abitur machen konnte. Und aber auch später, als dann im heutigen Hildegard-Wegscheider-Gymnasium, damals Fürstin-Bismarck-Lyzeum, das Abitur eingeführt worden war, gab es immer wieder Mädchen, die lieber in dieses doch sehr prestigebehaftete Gymnasium, Grunewald-Gymnasium, eintreten wollten und hier Abitur machten. Ja, sie hatten zum Teil auch ehrgeizige Eltern. Die Mädchen selber waren oft sehr, sehr stolz, dass sie auf eine solche Schule gingen und mit den Jungs zusammen unterrichtet wurden. Aber die also Tochter von Wilhelm Filmer, Friedegard Filmer Krause, hat später auch bekannt, dass es doch sehr, sehr anstrengend war und sehr mühevoll, hier mit den Jungs Schritt zu halten. Ja, diese Koedukation dauerte bis 33. Insgesamt haben so knapp 40 Mädchen hier Abitur gemacht. Das ist nicht so furchtbar viel. Ist auch die Frage, ob diese Mädchen das Schulklima nachhaltig bestimmt haben. Sie waren doch eher exotische Wesen, würde ich sagen. Aber immerhin, es waren sehr illustre Frauen dabei. Ich habe ja schon gesagt, die Marion Winter, dann auch Ursula Andreae, aber auch die Schwester von Walter Benjamin übrigens, Dora Benjamin, war eine der ersten Schülerinnen, die hier Abitur machten. Ja, und viele andere junge Frauen haben dann nach ihrer Schulzeit und ihrem Studium doch beeindruckende Karrieren gemacht. So. Das Ende der Reformen war natürlich an dieser Schule, wie am Werner von Siemens,
1933 dann erreicht. Vilmar musste gehen, er war sowieso pensioniert worden. Hat man mich denn hier? Ich muss aber nochmal weiter scrollen. So. Weiter komme ich nicht. Na. Warte nochmal kurz. So. Ja, irgendwie klappt das nicht richtig, vielleicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Gut, aber jetzt nochmal zu 1933. Da ist die Schule dann hatte dann eine streng nationalsozialistische Schulleitung bekommen. Und die jüdischen Schüler wurden erfasst, mussten die Schule verlassen. Ein Drittel der Schüler des Grunewald-Gymnasiums war jüdisch. Und dieser Akt der Vertreibung ist in einer Publikation der Rathenau-Schule festgehalten worden. Hier sind vor allem die Abmeldebriefe, aber auch kurze Darstellungen der Viten der Schülerinnen und Schüler hier enthalten. Und das, denke ich, ist auch ein ganz beeindruckendes Dokument, das die Nachfolgeschule herausgegeben hat. Ja. Damit bin ich eigentlich am Ende, möchte aber jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen kritisch diese Eingangsfrage beantworten, ob es wirklich ein Einbruch in die preußische Lehr- und Zuchtanstalt war. Peter hat das ja bejaht. Ich möchte es ein bisschen in Frage stellen, und zwar mit zwei Zitaten. Ein Schüler des Werner von Siemens Gymnasiums hat 1914 kurz vor seinem Abitur gestanden, dass er eigentlich immer Angst hatte, wenn er in die Schule ging, wie viele Fehler er in Latein, Französisch und Mathematik wieder gemacht hätte und ob er morgen, wenn er drankommen würde, wieder reinfliege. Ja, das war Hans Nathanson. Und als er dann in einem Vortrag hörte, dass es Schulen gab, die eigentlich ganz angstfrei wären, da fand er doch, dass es eben ganz andere Reformansätze gäbe als das, was bei Werner von Siemens praktiziert wurde. Beim Grunewald-Gymnasium habe ich auch ein schönes Zitat gefunden, denn die meisten Schüler haben sich natürlich ganz positiv über Vilmar und diese Schule geäußert. Ja, wer positiv eingestellt war, hat auch gerne später über die Schule berichtet. Aber Horst Krüger, der 32 in die Schule eingetreten war, er war nach seinem Abitur 1939 dann Schriftsteller, er schrieb in einer Erzählung, in der das Grunewald-Gymnasium auch vorkommt: Die preußische Schulzeit war damals kein Zuckerschlecken. Es war eine ernste, strenge Sache. Eine elitär-liberale Kadettenanstalt für Humanisten, könnte man sagen. Ja. Und mit dieser, ja, soll ich sagen, etwas skeptischen Bemerkung möchte ich meinen Vortrag schließen. Ich sehe jetzt auch auf der Uhr, dass ich sie auch schon lange beansprucht habe. Und wir können vielleicht in der Diskussion dann nochmal abschließend diese beiden Schulen miteinander vergleichen, die, auch wenn sie auf den ersten Blick so unterschiedlich scheinen, das großbürgerliche Grunewald-Gymnasium, das vielleicht eher mittelständische Werner von Siemens-Gymnasium, dass das aber eigentlich einer näheren Betrachtung nicht standhält. Ja. Auch wenn ich würde sagen, das Siemens-Gymnasium doch sehr viel fortschrittlicher war und die Reform sehr viel weitergetrieben hatte, gab es auch im Grunewald diese Grunewald-Gymnasium-Ansätze für eine Reformbewegung, die allerdings hauptsächlich in der Oberstufe zum Tragen kam und nicht in den unteren Klassenstufen wie bei Werner von Siemens. Die Schülerschaft und das Kollegium waren natürlich auch bei Werner von Siemens viel weiter, viel fortschrittlicher, auch frecher. Ja, das war im Grunewald bestimmt auch sehr viel konservativer und angepasster. Ich habe ja auch die Grunewaldschule als konservative Reformschule bezeichnet und dazu stehe ich auch. Gut, so, dann stoppe ich jetzt die Bilder und Sie können gerne jetzt nachfragen. Ja. Ah, der Klatscher tatsächlich. Ja, ist schön. Mikro eingeschaltet. So, wie komme ich jetzt aus den Bildern raus?
Ist gut? Okay. Gut. Ja, gucken wir mal. Ja, okay. Jetzt könnten Sie ja die Hand heben und fragen oder diskutieren. Das Mikro anmachen. Mikro anmachen, ja, genau. Alle erledigt? Aber wir haben euch nicht erschlagen. Ja, wahrscheinlich. Gleich zwei Schulen. Frag mal was, ja. Wenn du so sagst, das Grunewald-Gymnasium sei ja ein relativ konservatives Gymnasium trotzdem gewesen. Wie sieht denn das im Kontext der anderen Gymnasien aus? Mhm. Also ist es vielleicht im Vergleich zu Werner von Siemens, die konservative Schule war, ja, aber gab ja nur noch mehr Gymnasien. War es dann da fortschrittlicher oder reformerischer? Das war es bestimmt. Vor allem dieser Ansatz der Bewegungsfreiheit in der Oberstufe, der ist auch, wird in der also bildungstheoretischen Literatur zur Weimarer Republik immer wieder zitiert, ja. Und es war bestimmt, also auch fortschrittlicher, denke ich, also sage ich mal, als das Fürstin-Bismarck-Gymnasium, also die spätere Hildegard-Wegscheider-Schule, die aber eben auch als Mädchenschule dann doch eher so ein bisschen auch eine Schulküche hatte und solche Sachen. Ja. Aber wenn man vom Reformaspekt ausgeht, finde ich, fehlt eigentlich bei uns noch so eine härtere Reformschule, also wie die Karl-Marx-Schule, also die dann jetzt heute die Fritz-Carsten-Gymnasium ist. Denn einige Schüler vom Grunewald-Gymnasium, denen das auf dem Grunewald-Gymnasium nicht so richtig gepasst hat, ja, man sagt auch, weil sie die Leistungen nicht erbracht haben, das weiß man immer nicht so genau, die sind zur Karl-Marx-Schule übergewechselt, ja. Aber dazu hatten wir jetzt keinen Referenten, das war jetzt einfach für uns auch zu viel. Mhm. Aber ich denke, die anderen Schulen waren schon sehr viel noch viel konservativer und stärker an, eben auch am traditionellen humanistischen Gymnasium ausgerichtet. Ja, man könnte vielleicht sagen, die Fritz Carsten oder Karl-Marx-Schule war eher eine Reformschule für das Proletariat. Ja. Und Werner von Siemens für Bildungsbürgerschicht. Ja. Und so war auch die Klientel der Schulen. Ja. Aber ich denke, der Reformansatz war durchaus vergleichbar. Also auch der Versuch, Angst vor Schule abzubauen. Was, denke ich, an der Siemens-Schule besser gelungen ist, sicher als an Grunewald. Aber wenn ich mir das heute als heutiger Lehrer mir betrachte, denke ich mir da unglaublich hohen Einsatz an Zeit. Also in den Ferien sind die mit denen weg. Ich denke manchmal, das kann man mit Familie eigentlich überhaupt nicht leisten, was die Lehrer da alles gemacht haben. Das ist ja 24 Stunden Schule und das geht auch nicht. Ja. Was ich eben auch noch so überzeugend fand, dass an beiden Schulen die Schule auch so viele Aktivitäten anbot, die weit über den Unterricht hinausgingen, sodass Schule auch ein richtiger Lebensraum war, wo man mit Sport und Theater und anderen Aktivitäten zusammenkam. Ja, es gab eben auch kein Fernsehen, es gab keine elektronischen Medien und so weiter. Und da hat man sich eben in dieser Gemeinschaft zusammengefunden. Noch eine Meldung? Ja. Das Mikrofon anmachen. Ja. Es ist nichts zu hören. Ja, nichts zu hören. Wer sich meldet, müsste bitte Mikro anmachen. Wir anderen haben ja alle aus. Die Dame da oben? Tja. Ja, sag mal was. Ja.
Hier ist jemand. Was ist das? Ja. Ja, vielleicht ist die Technik auch am Ende. Ich wollte noch sagen, dass man unsere Beiträge noch in einer sehr viel ausführlicheren Form dann in der Publikation nachlesen können wird, die dann von der Geschichtswerkstatt erstellt wird, wo also alle Veranstaltungen ihren Niederschlag finden. Und da wird dann noch sehr viel ausführlicher über unsere beiden Schulen berichtet werden. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen zusammengefasst und weggelassen. Bitte etwas näher ans Mikro gehen. Spricht jemand? Ja. Ich schaue mal, ob jemand das Mikro ausgeschaltet hat. Aber ich sehe niemand. Oder die Frage, in den Chat schreiben. Ja, genau. Das ist Symbol, das ist mit, Symbol mit der Sprechblase. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Technik, bin ich zu verstehen. Chat. Das ist der Chat. Sag ich das, oder noch? Ja. Bin ich so verstehen? Jürgen schreibt, dass die Mikro ausgeschaltet werden müssen. Bei Udo, und das ist vorbei. Tja. Ja, wenn wir jetzt nichts weiter hören, dann würden wir Schluss machen. Wir verabschieden. Ja. Verabschieden, dass wir noch im Rahmen der Ausgangssperre nach Hause kommen. Wir sitzen ja in der Geschichtswerkstatt, ja. Peter und ich. Ja, und ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier eingeschaltet haben und so geduldig zugehört haben. Wir hätten euch lieber hier in der Geschichtswerkstatt gehabt. Das stimmt. Mit einem Glas Wein und ein bisschen Knabberzeug, so wie wir das sonst machen. Ich hoffe, dass das auch bald wieder der Fall sein wird. Stimmt. Aber ein Glas Wein könnt ihr ja trotzdem trinken. Ja, gut. Okay, also einen schönen Abend an alle. Ja. Tschüss. Ja. Danke. Danke und tschüss. Tschüss. Das ist Kaiser Friedrich. Tschüss. Okay, gut, tschüss. Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist. Tschüss. 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 Dann mache ich jetzt aus. Ja, einfach zumachen. Und das war's. Applaus, ich glaube.